Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Reihe Unterwegs mit Frank. Wir erkunden heute die Godelheimer Seenplatte. Kommt mit und viel Spaß dabei. Wobei die Seenplatte natürlich deutlich größer ist als das, was wir uns heute ansehen, aber ausbauen kann man die Tour ja immer noch, wenn man möchte. Ja, hier wird noch Kies abgebaut. Hier baut die Stadt Höxter mit Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen die Freizeitanlage Höxter-Godelheim. So ein Quatsch, die ist doch längst fertig. Hat nur einer vergessen, das Schild abzubauen. Na, frisst ja auch kein Brot. Da hat der Höxtersche Segelclub sein Revier. Steg, alles da. Pizza hat es auch gegeben. Aber nach der Erfahrung von letzter Woche sollte heute die Strecke übrigens mal so richtig schön befestigt sein. Das heißt, solltet ihr mit Kinderwagen unterwegs sein, einen Rollator nutzen, läuft. Oder besser gesagt, rollt. Surfstrand. Hunde dürfen nicht mitsurfen. Und diese Parkplätze sind im Sommer richtig voll. Da ist hier richtig was los. Probiert's aus. Ja, und wer mit dem Wohnmobil kommen will, findet auch seinen Platz. Wird nur gerade nicht so genutzt. Soll wohl auch nicht, wenn ich mir die Absperre so angucke. Ja, das ist der Strand am Godelheimer See. Richtig mit Sand, schön. Da hinten kann man lecker was essen und bestimmt abends auch schön sitzen. Habe ich eigentlich noch nie gemacht, weiß ich auch nicht warum. Da passt die DLRG auch uns auf, wenn wir hier baden gehen. Auch auf die DLRG Brager natürlich. Ja. Und hier können große und kleine Menschen sich verausgaben. Fußball spielen, Skateboard fahren. Also wer mehr will als nur spazieren gehen, der kommt auch hier auf seine Kosten. Eine Rollschuhbahn ist da auch, eine Inline-Hockeybahn. Fällt nicht mal an. Wer möchte, kann da nach Höxter wandern. Wer das möchte. Wer nicht nach Höxter möchte, so wie wir heute, geht hier weiter um die See. Sogar eine kleine Insel gibt es. Da hinten ist übrigens die Weser. See, Weser. Sind wir doch näher dran gekommen, als ich dachte an die Weser. Da hinten ist übrigens Niedersachsen. Hallo Nachbarn!
So, den Freizeitsee hätten wir damit umrundet. Weiter geht's zum Alemeiersee. Und wer keinen Garten hat, der kann sich eine Parzelle mieten und hat dann direkt Freizeitgrundstück mit Seeblick. So, hier in diesem Paradies für Maulwürfe verlassen wir die Weser und umrunden weiter die beiden Seen. Okay, geteert ist hier nicht mehr, aber Kinderwagenlenker und begabte Rollatorsteuerer kommen ja auch durch. Denke ich mal. Was man da hinten sieht, ist übrigens ein Café, ein Restaurant, ein Lokal und das schwimmt und das fährt auch. Das heißt also, wenn man heiratet, Geburtstag feiert oder sonst was macht und meint, wir machen mal ganz was Besonderes, dann kann man das mieten und schippert dann feiernderweise. Na gut, der See ist nicht groß, aber ist doch trotzdem mal was anderes, oder? So, das war sie, unsere heutige Folge in der Reihe unterwegs mit Frank. Wir waren unterwegs an der Godelheimer Seenplatte und haben umrundet den Godelheimer Freizeitsee und den Alemeiersee. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War nicht ganz so lang, etwa 5 Kilometer, aber ich finde eine ganz nette Strecke und asphaltiert, trocken. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn das heißt unterwegs mit Frank. Bis dann!